Guten Morgen und herzlich willkommen zurück, liebe Cowboys. Bei einem neuen Morgen. Ja, wir haben schön gekocht, lecker Essen zubereitet, eine Bande überfallen und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt können wir hier unser Lager abbrechen. Man kann sich auch einfach am Feuer ausruhen. Ich finde das super. Ja, richtig hochwertige Nahrung haben wir hier zubereitet. Ne? Wir haben ein bisschen was über. Das wollen wir nachher an unsere Campfreunde spenden. Rossi ist auch hier am Start. Let's go, girl. Komm, Rossi. Lass uns losreiten. Auf zu neuen Abenteuern. Oh, hier. Hier geht's links. Rechts. Bäum links, geil. So, da vorne sind wir schon beim Lager. Hätten wir gar nicht unbedingt ein Lager hier machen müssen, hätten wir auch da vorne kochen können. Aber egal, waren wir ein bisschen abgeschiedener. Ein bisschen für uns, ne? So. Oh, da müssen noch Vorräte gefunden werden hier. Ich frag mich, warum die Lagerkasse, nachdem wir hier so geilen Krempel hingebracht haben und so krass erbeutet hatte. Hey. You missing your tree yet? I feel like chopping it down. We'll all be watching you. Der Kieran, der ist nicht mehr am Baum gefesselt. Was macht er denn jetzt? Hat er sauber, ja. Immerhin macht er sich nützlich. What do you think of this place, Susan? An improvement on the last, that's for sure. Well, that ain't too hard. Sind alle noch am Schlafen hier. Grazerin, schön, dass du wieder dabei bist und vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Dankeschön für den Support, Leute, und vielen Dank für die Unterstützung hier auch live bei Twitch. Lieben Grüße an alle, die hier bei diesem Live-LP mitschauen. Mal eingeworfen. Guck mal, kann man die auch benutzen, die Gitarre? Schade. Ich kann keine Gitarre spielen, leider. Aha. Ah, guck mal, die Familie von Charles. Er ist ja halb Indianer, halb Schwarzer. Ziemlich cooler Typ, der sich auch gut mit Pferden auskennt und sowas alles. Komm, wir machen mal Gegenstand spenden. Was können wir denn hier spenden? Ein Federhalter. Oh, den haben wir geschenkt bekommen. Eine goldene Taschenuhr? Eine Platin-Taschenuhr können wir eine haben. Ein Silberring mit Emblem können sie auch eine haben. So, das geht auch gut hier. Eine goldene Gürtelschnalle? Haben wir auch eine über? Ah, reicht. Das finden die gut. Da mögen die uns mehr. So, jetzt können wir uns ja überlegen, welche Mission wir als nächstes angehen. Einmal auf die Karte im Blick werfen. Hier vorne haben wir noch diese Mission. Leopold Strauss. Und eine beim Dutch Vanderlind, die aber, glaube ich, an diese anknüpft, die wir gemacht hatten. Deswegen will ich jetzt mal zu Leopold erstmal rennen. Ich glaube, die hatten wir da vorher schon. Und lernen wir auch den mal kennen. Glad to be off that mountain, Mr. Pearson. Yes, indeed. Lots to do now. Yeah, for all of us. Ja, ist ja fast wie der Zylinder, ne? Den ich hier im Livestream anhatte. Hier kann man auch Feuerholz hacken. Da gucken wir mal. Mal gucken, wie das läuft. Machen wir mal. Betätigen wir uns mal im Lager hier. Ich mag das ja, das Lagerleben hier mitzugestalten. Es hat echt so ein Survival-Feeling auch, das Game, ne? Könnte theoretisch auch die ganze Zeit nur Survival spielen. Und der nächste, bitte. Und. Zack. Okay, das reicht. Nee, man kann auch diese Taste gedrückt halten. Hier kann man auch direkt auf die Karte zugreifen, also man muss nicht nur das Menü. You're busy, my friend? Herr Strauss! Freut mich, Mann!
Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millett is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Alles klar, wenn er sagt, die haben Schulden, machen wir das doch, oder? Personen, die der Bande Geld schulden, sind mit okay auf der Karte markiert. Suche die Schulden auf und treibe das Geld ein. Wollen wir mal gucken. Wir sollen Schuldner sein. Die schulden uns also noch Geld. Keine Sorge, wir werden uns um kümmern. Oh, die weinen da. Miss Roberts, I know. Where am I gonna go? Stay here with us. Die Frau, die ihren Mann verloren hat. It's nasty out there on your own. I know. Na, nein, nein, ihr Lieben. Safe here. So Arthur, when I was in Valentine, nosing about, I think I found something interesting. What's that, Tilly? Well, I'm not exactly sure. Something about the doctor's office. There's something funny going on there. Saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Ouch. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? No, just that. Well, keep looking. Will do. Ja, die Twister-Strategie konnte ich nicht mal anwenden, Leute, die jetzt also im Chat schreiben, ne? Wollt ja nicht mit uns reden, aber vielleicht können wir jetzt, guck mal jetzt hier. You can stay with us as long as you want. Thank you. It's the least we can do. Das ist hier die arme Frau. Oh, es tut mir so leid. Ja, komm, sowas machen wir auch nicht hier. Der Arthur ist ein richtig guter Geselle eigentlich. Knallharter Cowboy. Ja, das ist der Cowboy der Geschichte. Guten Morgen. Alles gut? Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir schwingen uns direkt wieder in den Sattel. Wobei ich mal kurz gucken will, was wir denn jetzt eigentlich hier im Petto haben überhaupt. Kann er eigentlich zwei Knarren auch in den Satteltasche packen? Ich meine, die hängen jetzt, eine hängt jetzt da so, ne? Ging ja theoretisch auch. Moment. Hier können wir das jetzt eh nicht rausholen, ne? Okay, dann ist ja gut. Dann bleibt mal da stecken, ihr Waffen. Wir reiten jetzt mal los. Im Lager, hier ist ja das schöne Lager. Gibt's keine Ballerei. Der Truthahn hängt nur da. Ey, da hast du recht, den muss ich noch abnehmen. Mensch, hätte ich beinahe vergessen. Wo sollen wir den spenden? Sollen wir den bei der Küche spenden vielleicht? Wäre eine gute Aktion von uns, oder? Ach, das schöne Pferdchen hier. So. Ich habe euch was mitgebracht. Einen leckeren Truthahn. Ja, ich freue mich natürlich auch auf die PC-Version, ganz klar. Weil die PC-Version, ja, stimmt schon, wird ja auch gerade im Chat geschrieben, gibt einem mehr Möglichkeiten, da kann man dann auch den Editor richtig anwenden und so weiter. Mods wird es mit Sicherheit geben. Aber erstmal freue ich mich vor allem auf die Multiplayer-Variante. Weil das ist ja auch nicht schlecht, ne? Guck mal, die sind alle noch am Ratzen hier, ey. Teilweise, zumindest. Morning, Arthur. Ja. You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller, Skill Tanner. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Okay, I'll keep my eye out for him. Die wollen das gar nicht, dieses ganze leckere Essen, was wir haben, das sehnige Fleisch und so. Waschbefehl. Na komm, spenden wir den. Well done, Mr. Morgan.
Oh, ein perfektes Stinktierfell. Fettes Vogelfleisch. Das essen wir dann selber. Look at the quality on this. Should fetch a good price. Das will der einfach nicht. Many thanks. Ein bisschen Tierfett können sie gebrauchen, oder? Ah, das freut mich, dass ihr so viel Spaß habt hier auch. Ich auch, Freunde. Ich habe auch so viel Spaß hier an dem Game. Mir macht es auch richtig Laune, gemeinsam mit euch hier durch den wilden Westen zu streifen als Cowboy. Ja, und ich würde sagen, das reicht dann. Wir, komm, da können wir vorne hingehen, eben zu unserem Pferdchen. Den brauchen wir es gar nicht rufen. Guck mal, wie schön die Pferde hier auch grasen drumherum. Ja, praktisch, wenn man ein Pferd hat, braucht man eigentlich nur Wasser und eine Graslandschaft. Schon ist es ernährt. Das ist sehr easy, theoretisch. Okay. Hier müssen wir lang. Auf zur nächsten Mission. Treiben wir ein bisschen Schulden ein. Bin so überfordert in dem Spiel. Ja, das Spiel ist auch am Anfang überfordernd, finde ich auch. Man muss halt echt noch viel lernen hier und da, aber das kommt ja mit der Zeit. Man kommt ja rein, da weiß man vielleicht mal die Taste nicht mehr oder die Taste nicht mehr, aber das ist auch okay. Denn die Hauptsache ist ja, man hat Spaß und der Spielspaß, der entsteht hier durchaus, finde ich. Ich muss auch noch voll reinkommen. Wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert und sich keine Hektik macht, dann geht das schon, wie immer, ne? Und so ein paar Fails sind doch auch immer lustig, wie zum Beispiel da, wo ich vor dem Baum geritten bin. Komm, das war doch ein Highlight und dann auch so mehrfach. Richtig dämlich, aber schön. Oh, können wir ganz schön steil rein. Oh, Moment. Hier sind wir richtig. Bei dir, Hunde. Könnte noch zum Problem werden. Hier sollen wir wohl die Schulden eintreiben. Ich würde mal sagen, der hier reicht als Meinungsverstärker, oder? Müssen wir jetzt nicht übertreiben. Hallöchen! Wir sind gekommen, um ein paar Schulden einzutreiben. So, nochmal nachladen. I'm here on behalf of Leopold Strauss. Where's our money? Leopold Strauss. Nie mam pieniędzy. God damn it, you don't speak English, do you? Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Okay, Leute. Nochmal bedrohen und wenn er da nicht versteht, muss er wohl einen auf die Nase bekommen. Już nie mam siły. No, 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 no. Please, no. No have money, but I have this. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there? Yes. Der arme Kerl. Okay, wir durchsuchen das ganze Haus. Alles, was wir finden, können wir bei... Der Schuldeneintreiber ist gekommen. Very valuable, good. Digga, gib Wodka, ja, lese ich. Ja, ihr seid auch verrückt im Chat, ihr Vögel. Okay, mal gucken, ob ihr was habt. Und wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der arme Kerl, der ist gerade in dieser Zeit... No. Oh. Yes. Yes. Antike Taschenuhr, die ist doch was wert.
Ja, also in der Zeit sind ja super viele Leute auch in die USA eingewandert. Auch super viele Deutsche. Iren wegen den Problemen damals mit Hungersnot und so. Und natürlich auch viele Polen und hin und her. Okay, that should about cover things. Aber in manchen Regionen haben sogar mehr deutschstämmige Leute gewohnt als englischstämmige. Und also in den USA gibt es auch super viele Städte, die deutsche Namen haben. Und der Herr Strauß, für den wir gerade Strauß hier, für den wir gerade die Cola einsammeln, da könnt ihr euch auch denken, dass der, wo der herkommt. Stimmt, nicht aus China. Also ursprünglich der Name natürlich, ne? Ah, hier ist gar nichts mehr zu holen, oder was? Nix. War da unter was geblinzelt? Da sind noch Zigaretten, ich sehe das doch. Kann ich die nicht nehmen? Ah, toll, ich kann da keine weiteren tragen von. Hat er Glück gehabt. Der haut doch bestimmt jetzt ab, oder? Ey, mal was ins Pferd unterbringen kurz. Ja, das ist so eine Pfeife, die können wir noch mitbringen. Ja, nichts vom Wert. Kann doch nicht sein. Der hat da bestimmt irgendwo noch was, den goldenen Schatz versteckt, oder? Verlasse das Haus, klar, können wir machen, aber... Da muss da irgendwo noch was liegen, Leute, hier hinter dem Bild. Wo hat der seinen Tresor? Wenn die antike Uhr ist schon was wert, ich weiß ja nicht, wie viel er schuldet. Wie viel schuldest du dem denn, ne? Ey, warte mal. Wer steht da vor sowas vor? What do we have here? Just keep quiet. Ein goldener Ring. Oh, das tut mir aber leid. Wir nehmen ihn richtig aus wie so eine Wildgans. Die Weihnachtsgans. Ja, Philipp kann alles verstehen, was er sagt. Ja, wir haben mit Sicherheit auch viele Leute, die Polnisch verstehen hier. In der Zuschauerschaft. Ist ja ganz cool. Kannst ja gerne mal übersetzen, aber er sagt es ja ebenfalls. Bei manchen Sprüchen, nicht alle werden ja übersetzt, aber die meisten Sachen werden ja übersetzt hier. Ja, eine Sprachübersetzung gibt es ja gar nicht. Ne? Man nimmt ja die Originalsprache immer bei Rockstar, da streiten sich viele drum. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es cool. Man gewöhnt sich total dran, dass hier die englische Sprachausgabe halt die Regel ist. Gucken wir nochmal, ob der noch ein bisschen Essen dabei hat. Verdammte Stuhl, ey. Die müssen eigentlich umkippen, oder? Das ist ein bisschen mit der Physik nicht ganz optimal gelöst, finde ich. So. Ich glaube, er hat Glück gehabt. Nee, können die mir so eine reinhauen. Aber ich glaube, das reicht. Wir haben goldenen Ring und eine antike Uhr. Der Boy tut mir auch leid. Der arme Kerl. Wir müssen auf jeden Fall mal verkaufen gehen auch, ne? Können ja auch nochmal in die Scheune den Blick werfen, ne? Easy now. Mein Pferd ist nervös. Im Notfall können wir uns ja auch sein Pferd gönnen hier. So ein tolles Ross. Ungarisches Halbblut, okay. Standard. Braucht doch keiner. Oh, Pferdezeugs gibt es hier alles Mögliche. Pferdestimulanz, mhm.
Oh, da war noch was. Da war noch was auf dem Tisch. Ein paar Haferplätzchen. Oh, davon haben wir einmal können wir nichts mehr tragen. Müssen wir was ins Pferd laden. Ja, noch ein paar Plätzchen reintun. Oder? Mhm. Ja, muss man was reinpacken. Ah, da kann man es einfach trinken auch. Das ist ja praktisch. Was können wir denn da öffnen? Ah, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich habe das Kleinwild. Ah, das war. Nee, das war das Gebratene, okay? Okay. Und wir gehen mal zum Händler und sorgen mal dafür, dass wir ein bisschen was verkaufen, ne? Ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn man jetzt. Kann man den Spiel auf Pferde züchten, warte? Boah, das weiß ich gar nicht. Das wäre natürlich Otomar geil. Was ist das denn hier? Das ist der Trapper an der Region. Der Trapper. Das ist schon overlooked, die Lagerkasse. Ja, das wäre dann die nächste Mission. Oder nach Valentine mal zurück, um da ein bisschen Handel zu treiben. Vielleicht gehen wir aber erstmal zurück zum Lager und dann können wir da noch ein bisschen was lassen. Haben wir es jetzt ja auch gut gemacht, ne? Würde ich mal behaupten. Na, das Pferd will ich jetzt mal nicht klauen, dem Typen noch. Wir haben ja seine antike Uhr, seinen goldenen Regen und so. Und das hätte er dann vielleicht doch nicht verdient. Das wäre so cool, wenn man selber züchten könnte. Also man kann auf jeden Fall, das weiß ich, Wildpferde zähmen. Und die rennen dann auch hier rum und so. Ob sich Pferde dann paaren und so, das wäre natürlich voll witzig. Aber das ist, glaube ich, nicht drin. Das wäre mega geil, Niri, auf jeden Fall. Weil das hier gerade im Chat gefragt wurde. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ich finde, das ist eine gute Kombination aus beiden. Ist der Spiel für dich das Ziel? Also der Weg für dich das Ziel? Oder wird hier gerade gefragt, oder das Ende des Spiels? Das ist halt irgendwie eine Kombination aus beidem, würde ich sagen. In vielen Spielen gibt es ja auch gar kein Ziel. Und da ist es ja immer der Weg, ne? So, don't get all worked up. I was talking to little Jack. There's a fine boy you got. If he's mine, of course he's yours. It's the truest gift. Mr. Morgan. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Da kann man echt nur die geilen Wertsachen einlassen, ne? So. Die eingetriebenen Schulden abliefern. Das sieht doch gut aus. Ist doch immer richtig Kohle in der Kasse. Kann ich nicht auch andere Gegenstände spenden? Nein, die nehmen nur Wertgegenstände. Okay, ja, Vorräte können wir ja da hinten spenden. Da brauchen wir jetzt nicht. Verkaufen wir dann mal. Wäre zum Kontrollbuch zurück, okay, das mache ich mal. Gucken wir uns das mal an. Da sehen wir auch, was die Gefährten dann reinknallen in die. Ja, Tierfett Arthur. Ledermausflügel, mhm. Oh, Schlangenöl. So wie Magenbitter und deine Ausdauer aufzufüllen. Raus Arzneiwagen. $24, könnte man eigentlich mal holen, ne? Ja, das können wir ihm ja auch so geben, oder?
Können wir alles noch verbessern? Das hätte schon geil gemacht, ne? Noch eine Verbesserung von deinem Lager. Nehmen wir das jetzt mal. Menge und Qualität der Arznei. Oh, jetzt hier. Super nice. Yeah. Er hat einen neuen Schild im Angebot. So muss es laufen. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the smallholder, Robum. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. I usually do. I know. I know. Ja, kann man den doch eigentlich auch noch direkt, ne? Komm. Ne, da müssen wir dafür hin. Das ist der Typ hier. Wollen wir die Info sehen gerade? Hallo, Info? Ja, machen wir die Schuldeneintreibernummer heute, oder? Finde ich eigentlich ganz gut, ne? So eine gute Idee. Rossi, wir müssen mal los. Auch jemand hat unser Pferd darüber gebracht, glaube ich. Sehr nett. Komm rauf hier. Nee, Kieran. Sollen wir erstmal in die Stadt reiten kurz? Vielleicht eine bessere Idee. Einfach mal kurz in die Stadt düsen. Nach Valentine. Mal ein bisschen Kram zu verkaufen. Müssen wir gleich da mal helfen, was man so verkaufen kann. Am besten die Leute, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. So viele sind es jetzt noch nicht. Das Spiel ist ja auch noch nicht so alt. Aber ein paar gibt es hier sicherlich, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Ich habe wirklich Respekt vor diesen Bäumen, Leute. Wer sich an die Bärentöter-Folge erinnert, wo wir den Bärenjagd, den legendären Bären gejagt haben. Was ist hier los? Schweine. Weißt du was? Boah. Du Schweinebisser. Dead Eye, mein Freund. Oh nein! Hat er mich bekommen? Okay. Nice. Habe ich nochmal Dead Eye gemacht, um mich da zu retten? Aber da kam die zu schnell. $20 kostet der Tod? Okay, das geht ja. Interessant, das ist das erste Mal, dass wir jetzt im regulären Dings draufgegangen sind. Und da sieht man auch, wie schnell das gehen kann. Also am besten muss man sich eine geile Deckung so. Ah, es war ja super nice, ey, das Pferd, von dem ich erledigt habe. 3:1, ja, war mies, Starduster. Aber hätte ich machen können, aber dann war ich zu überrumpelt worden. Ich dachte eigentlich, die sind nicht so schnell bei mir alle. Und ich könnte mir da so ein bisschen Zeit nehmen, aber... Ich wollte mich ursprünglich hinter diesem Felsen verstecken, die dann so ein bisschen richten. So. Arthur Morgan hat einfach zu viele Sorgen. Drum lässt er seine Wut frei raus und gönnt sich seine Kugel aus dem Lauf. Schön, Jerry. Wieder ein schönes Gedicht. Ein passendes.
Okay. Ja, wird mir nicht nochmal passieren, hoffe ich doch. Ich probiere jetzt natürlich aus Fehlern zu lernen, ganz klar. Und da ein bisschen behutsamer, vorsichtiger vorzugehen dann am Ende. Und hier gucken wir mal, was wir jetzt überhaupt verschachern können. Frisches Brot gibt's hier auch, okay. Back. Back for some more provisions. Have a look around. Ich würde gerne ein bisschen verkaufen, du. Let's see what you're selling. Oh, das gibt doch richtig Cash. Schlangenöl kann er eins haben. Oder, die sollte man, ein paar Sachen sollten wir aufheben, ne? Pferdearznei, Wundertunikum. Ja, die Sachen sind ja selten, ne? Rosenmais. Und Bohnen. Den frischen Mais haben wir uns letztens noch gekauft hier. Magenbitter. Ain't nothing special, but sure. Ja, ich werde mal ein bisschen Zeugs los, damit wir hier. Genau, im Geschäft hauen wir erstmal die Tür ein. Was will der noch haben hier? Was ist das denn? Ah, ne, den brauchen wir vielleicht. Gemahlener Kaffee. Bei den Arzneien hatten wir echt viel Stuff dabei. Guter Brandy. Kann er eigentlich auch haben, oder? Ne, nehmen wir lieber die Zigarre und den Kentucky Bourbon. Den kriegt er auch. Das reicht doch, oder? Wenn wir ein bisschen was losgeworden, können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Big Tommy is still in a bad way from that fight. Thanks, partner. How are you? I just don't Howdy, know. Howdy, fellas. How do you do? Hey, nice people around here. Die sind ganz nett hier in Valentine, die Leute. Oder auch nicht. I won that game fair and square. McAllister let die in the street. Shit. Hey, you heard hey easy now. You're the talking. Team. Your move. Okay, lass sie mal alle spielen hier und Spaß haben. Wir hauen was Valentine wieder ab. Aber die Stadt lebt, ne? Die ist lebendig. Let's go, girl. Und er baut sein Haus auch immer weiter aus hier, ne? Gut's gelingen. Hey. Good to see someone who ain't afraid of hard work. If I don't do it, it don't get done. Well, all the best. So long. Kleiner Zwischentalk. So, und jetzt Karte. Und die Markierung setzen wir auch und dann holen wir jetzt hier noch die letzten Schulden rein. Aber man muss echt sagen, dass das Spiel die Messlatte, auch eben wie das Pferd erschossen wurde, wie das alles aussieht, so wie real. Ja, das liegt die Messlatte einfach schon ziemlich, ziemlich hoch. Kann man nicht anders sagen. Und der Multiplayer-Modus, das wird ja wohl so lustig, wenn man dann hier mit Freunden durch die Welt auch reiten kann und so weiter. Da freue ich mich riesig drüber. Wie gesagt, das ist ja so das nächste große Ding, was da ansteht. Ich habe allerdings auch gehört, dass die Leute bei Rockstar hart geknechtet werden und super viel arbeiten müssen. Die Mitarbeiter, aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich kenne persönlich nur ein, zwei und die sind echt super nett und haben, glaube ich, einen ziemlich geilen Job. Den kann ich das nicht so bestätigen bisher. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jeder auch bei so einem Projekt halt auch vollen Einsatz gibt und nicht nur 8 Stunden täglich arbeitet, weil... Da arbeiten ja so viele Leute jetzt über so viele Jahre hinweg, haben daran geschustert, das ist ja unfassbar. Guck mal hier, können wir uns nachher merken, ne? Falls er nicht zahlt, ne? Abgeschlossen. Mal guck mal. Whatever do you want? Oh, come on.
Come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Why'd it have to come to this, huh? Oh, man, oh, man, oh, man. Believe me, sir. I didn't want this either. Na komm. Das bringt nichts. Mr. Strauss seems so understanding. Er reagiert nicht. This is not forgiveness of my debt. This is just a stay. Be reasonable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. War eine Ansage. Ja, Mann. Der tut mir voll leid, der Farmer irgendwie. Aber was willst du machen? Schulden sind Schulden. Dieser abgestorbene Baum da. Okay, Freunde. Wir haben ein paar neue Informationen. Ein bisschen Aufschub war da bekommen. Ja, ich hätte den Typen jetzt nicht umgenatzt, ne? Den armen Bauern. Das wäre ein bisschen heftig gewesen. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ja, dieser bleibt jedoch störrisch, aber von dem anderen haben wir die Kohle bekommen. Mission soll man innerhalb von 2 Minuten und 10 Sekunden abschließen. Voll der Stress, das meine ich. Der Zeitdruck, eine Mission ist ja wohl voll lächerlich. Ich meine, wir haben ja offiziell jetzt hier ordentlich Schulden eingetrieben, da kann man nicht meckern. Wir haben den Cash wieder ins Haus geholt. Oh, wer sitzt denn da? Macht sich denn da gemütlich? Hi, Arthur. Hey. So that fella who's hassling you in Valentine. I'll tell you another time, okay? Okay, sure. Ach, das sieht doch richtig schön aus. Dann genießen wir mal kurz hier diesen wunderbaren Blick. Sorry, I'm a little busy right now. Ja, ist kein Problem. A little busy, sagt die. Die guckt doch einfach nur hier in die Ferne. Diesen Gedanken, ja. Ja, und dann steht schon in Kürze die nächste Mission an. Philippines?
just the biggest load of nonsense yet. God. It's enough to turn a good, honest fella to drink. Being a bad, dishonest fella, it's gonna send me to drink twice as fast. I just can't cope, really. I can't.